Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Und das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Eigentlich nur dich von Christina Munninger. Das ist mein allererstes Buch aus dem Feuerwerk Verlag und ich habe dieses Buch netterweise auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Der Verlag hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich es denn nicht lesen möchte und ich fand, die Geschichte klang einfach richtig, richtig süß und deswegen habe ich das Buch dann noch angenommen und ja, worum es in Eigentlich nur dich geht, das erfahrt ihr jetzt. In diesem Buch geht es um Mona und Mona ist eigentlich Zeichnerin, schafft es aber noch nicht, sich so richtig mit ihrem Job über Wasser zu halten und arbeitet deswegen nebenher als Kellnerin und in einem kleinen Buchladen und ja, zeichnet halt so nebenbei immer. Und Mona ist mit ihrem Leben eigentlich auch ganz zufrieden. Sie wohnt mit ihrer besten Freundin und deren Tochter zusammen in einer Wohnung. Die haben sich die Wohnung richtig schön hergerichtet und ja, Mona genießt ihr Leben und hat hier und da auch mal einen One-Night-Stand. Und eines Tages trifft Mona auf Milan und sie merkt sofort, dass Milan ganz, ganz anders ist wie alle anderen Männer zuvor und spürt zu ihm sofort so eine gewisse Verbindung. Und es ist dann aber so, dass etwas mit Mona passiert, bevor die beiden sich näher kommen können. Und Milan denkt schon, dass Mona ihn vergessen hat und dass sie einfach kein Interesse mehr an ihm hatte. Und was er aber nicht weiß, ist, dass er der Einzige ist, der Mona durch diese schwere Zeit, die sie jetzt gerade durchmacht, hindurchhilft. Und das auf seine eigene ganz besondere Art und Weise. Und die Frage in diesem Buch ist schlussendlich, was passiert mit den beiden? Was tut Milan, um Mona zu helfen? Und die große Frage, die hier auch noch im Raum steht, ist, werden die beiden sich wiedersehen? Und was ist mit Mona eigentlich genau passiert? Und was hat das für Konsequenzen? Und mehr möchte ich euch zu diesem Buch auch nicht verraten, denn ich finde, man sollte selber herausfinden, was so da dahinter steckt und was alles noch in diesem Buch passiert. Und deswegen, mehr gibt es jetzt von mir nicht zum Inhalt. Kommen wir als allererstes wie immer mal zur Handlung. Ich kann nur sagen, dass die Handlung mir im Großen und Ganzen richtig, richtig gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte das Tempo in der Geschichte. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, ist, dass ich die Geschichte an manchen Stellen einfach zu kurz fand. Ich hätte mir manche Szenen gern ausgebauter gewünscht und hätte mir dann einfach so ein Stückchen mehr noch als Information da dazu gewünscht. Wie gesagt, dieses Buch ist nicht sonderlich dick. Es hat, glaube ich, knappe 300 Seiten und wenn man ein 300-Seiten-Buch hat, dann muss man irgendwo Abstriche machen. Das ist ganz normal. Also wie gesagt, der Verlauf hat mir gut gefallen. Ich konnte nur leider zum Ende hin die Verhaltensweisen von Milan nicht nachvollziehen. Also ich konnte seine Reaktion nicht verstehen. Ich konnte nicht verstehen, dass er so mit dieser Situation umgegangen ist. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, er hat zu einfach reagiert. Und er hat das zu leicht aufgenommen und weggesteckt und das fand ich ein bisschen schade. Das hat für mich so das Ende so ein bisschen unrund gemacht. Also mir wäre da ein bisschen mehr Gegenwehr seinerseits lieber gewesen. Das finde ich, hätte ein bisschen mehr Pfiff in die Geschichte gebracht, weil so war mir das alles zu... So war mir das am Ende alles ziemlich kitschi-kitschi und zu rund. Und das war irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war mir einfach zu viel des Guten ein Stück weit. Und ich habe aber auch festgestellt, bei diesem Ende, dass ich generell mit den Enden in den ganzen Liebesromanen in letzter Zeit immer nicht zufrieden bin. Ich war bei Die letzte erste Nacht auch schon nicht zufrieden. Bei dem anderen Buch, was ich euch gleich zeigen möchte, war ich auch nicht zufrieden. Also ich weiß nicht, was ich im Moment mit den Enden habe, dass ich da irgendwie nie zufrieden bin. Bei Victoria Rebels fand ich das Ende auch nicht richtig gut. Also irgendwie hart es bei mir momentan mit den Enden. Also ich fand irgendwie... war mir Milan am Ende einfach, das ging mir einfach zu schnell, dass er das so akzeptiert hat in dieser Situation und er ist für mich da einfach zu leicht drauf eingegangen und ich konnte seine Reaktion auch nicht wirklich nachvollziehen. Also ich konnte das nicht in keinster Art und Weise nachvollziehen. Also nein, das ging einfach nicht. Ich glaube, dafür sind wir einfach zu unterschiedliche Menschen. Es ging halt einfach nicht. Das war das Einzige, wo ich wirklich sage, dass mich das groß gestört hat in dieser Geschichte. Also das Ende war für mich nicht 100% rund. Also es war für mich nicht ganz perfekt, was ich jetzt aber nicht schlimm finde, denn wie gesagt, ich fand die Handlung gut, ich fand den Verlauf der Geschichte gut, ich fand, wie sich das Ganze entwickelt hat, ganz gut. Wie gesagt, hier und da an manchen Stellen hat mir so ein bisschen was gefehlt, die hätte ich mir einfach gern ein bisschen mehr Ausbau in der Geschichte gewünscht, also so, ich sag mal, so 50, 60 Seiten hätten dem Buch locker noch gut getan, dass man sich auch in die Geschichte besser vertiefen konnte, weil ich finde, die Charaktere waren jetzt nicht total flach und oberflächlich, aber man hätte tiefer gehen können noch in die Charaktere und in die Geschichte. Und das hat ja einfach für mich so ein bisschen gefehlt. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, fand ich Mona als Protagonistin gut. Ich konnte sie verstehen, ich konnte ihre Handlungsweisen nachvollziehen. Aber auch hier muss ich sagen, hat mir ein Stück weit so ein bisschen das, nicht das Verständnis gefehlt, aber
an manchen Stellen hatte ich so das Gefühl, ich kann jetzt nicht so richtig in sie hineinblicken. Ich weiß jetzt nicht, was gerade in ihr vorgeht. Da fehlt mir jetzt irgendwie so ein Stück. Und da Mona die Protagonistin in dem Buch ist, finde ich, sollte man bei einer Und ich finde halt, dass die Protagonisten in den Büchern, die sollte man schon gut kennen. Und man sollte schon wissen, wie die tickt. Und bei Mona, man sollte schon wissen, wie die ticken. Und bei Mona hatte ich halt so das Gefühl, dass ich das eben nicht wusste. Und das fand ich ein bisschen schade, wie gesagt, weil dadurch konnte ich manche Situationen auch nicht wirklich begreifen und auch so für mich nachvollziehen, weil mich da an manchen Stellen einfach, weil mir da an manchen Stellen irgendwie ein bisschen so die Informationen gefehlt hat, gefühlt. Was Milan betraf, ging es mir ähnlich. Ich mochte ihn sehr. Ich fand, er ist ein toller Charakter und er ist ein guter Gegenpart zu Mona gewesen. Und ja, wie gesagt, seine Reaktion da am Ende konnte ich nicht verstehen und auch zwischendrin, immer wenn es um diese eine Situation geht, die ich euch jetzt nicht sagen kann, immer wenn es um diese Situation ging, konnte ich ihn leider absolut nicht verstehen, weil ich seine Verhaltensweise auch absolut nicht verstehen konnte, was das betraf. Aber wie gesagt, wir sind komplett anderer Schlag Mensch, deswegen ist das halt jetzt einfach so. Und ich konnte ihn da halt, was das betrifft, einfach nicht verstehen. Ansonsten, wie gesagt, mochte ich ihn sehr und ich mochte auch Mona sehr. Ich fand die Nebencharaktere auch gut. Ich mochte die beste Freundin und deren kleine Tochter Kiki auch. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und auch die anderen Nebencharaktere, die es noch gab, wie den Vater von Mona, die fand ich auch alle gut. Also die haben alle gut reingepasst, die haben gut zusammengespielt. Das war für mich alles klar. Und ja, was das Setting betrifft, wir befinden uns hier in Deutschland. Wir sind hier in Hamburg. Jetzt hat es kurz gehangen. Und ich finde, ja, Hamburg ist eine schöne Stadt und es ist ein schönes Setting. Dann ist gut, dass die Geschichte dort gespielt hat. Das hat für mich alles super zusammengepasst mit der Großstadt. Und der Vater von Mona lebt ein bisschen weiter weg auf dem Land. Und das war auch alles schön. Und das war alles gut beschrieben. Ich konnte mir das auch alles gut vorstellen. Ich hatte auch mit den Szenenbeschreibungen an für sich keine Probleme. Also das hat alles wirklich gut gepasst. Was den Schreibstil betrifft von Christina Munninger, kann ich nur sagen, dass es ein einfacher, lockerer, leichter Schreibstil ist, passend für eine Liebesgeschichte. Und ich finde, sie hat schöne Worte gefunden, um Dinge zu beschreiben. Sie hat schöne Metaphern verwendet. Sie hat das alles sehr, sehr gefühlvoll rübergebracht und sie hat einen sehr romantischen Schreibstil auch und aber auch sehr witzig. Also ich finde, das ist eine gute Mischung für eine Liebesgeschichte und im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Es hatte hier und da so seine Schwächen. Es war jetzt nicht die perfekteste aller perfektesten Geschichten, aber eigentlich nur dich, hat mir wirklich gut gefallen und ja, wenn ihr wissen wollt, was hinter diesem Buch steckt, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich kann es euch, was das betrifft, nur empfehlen, wenn ihr Liebesgeschichten mögt. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist tada, Never Loved Before von Monica Murphy. Ich habe auch dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich weiß gar nicht, habe ich mich jetzt hier bedankt? Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle auch beim Feuerwerk Verlag, dass ich das Buch bekommen habe, falls ich es vergessen haben sollte. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle an den Heine Verlag, dass ich das Buch bekommen habe. Ich habe dieses Buch bekommen, ich habe es gelesen. Es gab hier viele Punkte in diesem Buch, die mich gestört haben und die mich genervt haben, aber dieses Buch hatte einfach mal eine totale Sogwirkung auf mich. Ich habe es gelesen und ich habe es wirklich eingeatmet. Und dieses Buch hat mich eingeatmet. Also ich habe es wirklich am Stück quasi gelesen. Ich bin dann abends ins Bett und ich mache das sonst nie. Ich bin frühs aufgestanden und habe mir das Buch genommen und weitergelesen vor der Arbeit, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Das mache ich normalerweise frühs nicht, weil ich dann total die Zeit vertrödle und das ist mir auch an diesem Morgen passiert. Aber ich musste unbedingt wissen, wie es weitergeht und habe es dann an dem Nachmittag, wo ich von Arbeit kam, beendet. Also ich kann wirklich sagen, dass dieses Buch eine richtig, richtig krasse Sogwirkung auf mich hatte und es hat mich, wie gesagt, teilweise genervt und es hat mich aufgeregt, streckenweise auch. Aber es hat mir auch richtig, richtig gut gefallen und dieses Buch kann man jetzt nicht als Hassliebe bezeichnen, dafür hat mich zu wenig gestört, aber es ist, wie gesagt, eine Geschichte mit Sogwirkung gewesen und ich erzähle euch jetzt aber auch erstmal, worum es in diesem Buch geht. Ich werde es bei diesem Buch so machen, dass ich euch den Klappentext vorlese und ich erzähle ja immer noch ein bisschen was zu den Büchern, wenn ich euch dann alles andere erzähle. Aber ich habe einfach hier zu viel Angst, euch zu spoilern. Und das möchte ich nicht, denn ich finde, man soll selber herausfinden, worum es in diesem Buch schlussendlich geht und was so da dahinter steckt. Und ich laufe Gefahr, euch riesig fett zu spoilern, wenn ich das mit meinen Worten erzähle. Deswegen lese ich euch einfach mal vor, was hinten auf dem Rückband steht. Schon verrückt, wie 8 Jahre in einem Moment verschwinden können. Ein Blick auf Katie Watts und ich bin wieder ein 15-Jähriger, der alles riskiert hat, um ein verängstigtes Mädchen zu retten. Jetzt ist sie erwachsen, wunderschön und erzählt der Welt ihre Geschichte. Eine Geschichte, in der ich auf mehr Arten vorkomme, als ihr euch vorstellen könnt. Sie nannte mich immer ihren Schutzengel. Irgendwie kommen wir uns wieder näher, wir werden Freunde. Aber ich will mehr. Ich genieße jeden Moment mit ihr, immer mit der Angst, dass sie bald herausfinden wird, wer ich wirklich bin.
Ich habe mich, wo ich das erste Mal gelesen habe, gefragt, was da dahinter steckt. Wie kann er alles zerstören, wenn er doch eigentlich ihr Schutzengel ist und sie gerettet hat? Das hat mich so echt mega interessiert und das war auch beim Lesen immer so, dass ich immer dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe es immer alles nicht so 100% verstanden am Anfang und je mehr man die Geschichte dann liest, umso mehr versteht man, umso mehr kann man hinter diese Fassaden blicken und umso mehr wird aufgeklärt und dann dachte ich so, ja, du hast recht. Und was ich noch nicht verstehen konnte, war das Ende. Das hat für mich vom rein logischen her überhaupt keinen Sinn ergeben. Das hat für mich vom logischen her überhaupt null Sinn ergeben und ich würde es dann so machen, dass ich am Ende nochmal einen nicht spoilerfreien Teil kurz mache, wo ich nochmal auf dieses Ende kurz eingehen möchte, falls einer von euch da draußen das Buch gelesen hat und es dem es genauso ging, denn das war etwas, was mich wirklich extrem gestört hat, dieses Ende. Das war so absolut unlogisch für mich. Absolut, absolut unlogisch. Und ja, wir kommen aber erstmal zur Handlung. Von der Handlung her kann ich nur sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Wir haben hier Rückblenden in die Vergangenheit, wo wir diese Geschichte erzählt bekommen, was mit Katie passiert ist und was mit diesem Typen passiert ist, der sie gerettet hat. Und was da alles so dahinter steckt. Man bekommt das auch von mehreren Seiten durchleuchtet. Man liest auch mehrere Kapitel aus der Sicht dieses Menschen, dieses Mannes, sage ich jetzt einfach mal, da hinten drauf steht. Und man bekommt dadurch auch einen guten Einblick auf ihn. Und ja, also von der Handlung her hat es mir gut gefallen. Ich mochte den Verlauf, ich mochte das Tempo in der Geschichte. Wie gesagt, dieses Buch hatte echt eine krasse Sogwirkung auf mich, dass ich wirklich das so eingeatmet habe, dieses Buch. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil. Der kommt im August raus. Was? Ich glaube, es war Ende August kommt der zweite Teil. Da freue ich mich schon mega drauf. Will ich unbedingt lesen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Auch wenn dieses Ende mich mega aufgeregt hat. Aber ich muss wissen, wie es weitergeht. Das ist so, da passiert bestimmt noch was ganz Krasses dann so am Ende im zweiten Teil und so. Also dieses Buch wirklich, hier sind Plot-Twists drin, die man natürlich kommen sieht. Es ist teilweise die Geschichte sehr, sehr offensichtlich, was passiert. Aber trotzdem sind hier und da so ein, zwei Wendungen drin, mit denen man jetzt nicht so unbedingt rechnet. Und ich fand das Buch einfach richtig gut, was das betraf. Also von der Handlung her hat es mir mega gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, ich fand Katie gut. Ich fand ihre Ängste gut. Ich konnte das verstehen bei dem, was sie durchlebt hat. Dass sie so ist, wie sie ist. Und dass sie auch so reagiert hat. Ich konnte das fast alles im Großen und Ganzen nachvollziehen. Es gab hier und da so ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich dachte, nee, verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum machst du das? Warum tust du das? Nein, lass es, mach, nein. Naja gut, aber so ist es halt in Büchern. Es kann nicht immer einem alles 100%. Aber das sind auch keine Sachen, die mich jetzt gestört haben beim Lesen. Das ist völlig normal, dass man nicht immer 100% konform gehen kann mit einem Charakter. Und so war es bei ihm auch. Also es hat bei ihm war es genau das Gleiche. Also ich konnte ihn total verstehen und ich habe mit dem mitgelitten. Ich habe mit diesem Kerl mitgelitten. Diese arme Sau, die tat mir so leid und was dann alles so dahinter steckt und wie er sich entwickelt hat, das fand ich so gut. Das hat mir so mega gut gefallen und vom rein optischen her war dieser Mann, ne? Leute, euch diese Beschreibungen von diesen Männern, die machen mich derzeit in den Büchern alle voll mein Geschmack. 3-Tage-Bart. Muskulös, großer, kräftiger Mann halt, nicht zu durchtrainiert und nicht zu definiert, einfach ein großer, starker Mann mit Holzfällerhemd, sehr rustikal. Oh, ich liebe sowas, ne? Ihr wisst, ich liebe sowas. Und ja, er sah auf jeden Fall genauso aus. Oh, fand ich so gut. Ja, auf jeden Fall trifft dieser Mann wieder voll meinen Geschmack und ja, ich mochte ihn total. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, deswegen sage ich jetzt auch gerade seinen Namen nicht. Und ich fand ihn einfach richtig gut. Ich fand ihn großartig. Was die Nebencharaktere betraf, die fand ich auch ganz gut. Ich fand ihre Schwester absolut, ich weiß nicht, die mochte ich jetzt nicht wirklich. Die ging mir ein bisschen auf den Sack. Und die anderen Nebencharaktere, die es in diesem Buch noch gab, haben gut ihre Rollen gespielt. Die haben gut reingepasst, die haben sich gut integriert. Das hat alles gut gepasst. Was macht denn der Hund da hinten schon wieder? Milo, unterhältst du wieder alle im Hintergrund? Mir hört doch keiner mehr zu, wenn du das machst. Die gucken dann alle immer nur dich an, weil du so süß bist. Okay? Wartest du, bis ich fertig bin, dass sie mir noch zuhören? Okay. So. Also. Okay, wo war ich jetzt, bevor der Hund hier sich reingeschlichen hat? Der macht immer so im Hintergrund so schöne, niedliche Sachen. Da muss man dann immer hingucken. Ja, auf jeden Fall haben die Nebencharaktere für mich auch super reingepasst. Das hat für mich alles super zusammengepasst. Und ich, wie gesagt, bin so gespannt auf den zweiten Teil. Ich bin so gespannt, was da abgeht. Und ja, was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder in Amerika. Ich habe gerade die Stadt vergessen, in der das Ganze spielt. Auf jeden Fall irgendwo am Meer. Ich habe es vergessen, es ist weg.
ihr wisst, Städte und ich, dass wir sind nicht die besten Freunde. Und ja, auf jeden Fall typisch amerikanisches Setting, hat mir gut gefallen. Ich fand die Beschreibungen gut, ich fand die Szenenbeschreibungen gut, ich fand die Interaktion gut. Das hat mir alles richtig gut gefallen, habe ich gemocht. Und was den Schreibstil von Monica Murphy betrifft, fand ich ihn auch gut. Es war auch hier wieder ein lockerer, leichter Schreibstil, passend für so eine Liebesgeschichte. Fand den Schreibstil auch angemessen für die Sachen, die dort passiert sind. Es ist jetzt nicht zu dramatisch gewesen, es wurde jetzt nicht zu viel übertrieben, sondern es war eher direkt auf den Punkt alles gesagt, was gesagt werden musste. Und das hat mir gut gefallen, das mochte ich sehr. Es war natürlich auch ein bisschen, der Schreibstil ist natürlich auch ein bisschen romantisch und auch übertrieben und kitschig und schmalzig, ne? Wie es halt für so ein Buch auch sich gehört. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir Never Loved Before im Großen und Ganzen wirklich richtig, richtig gut gefallen hat. Und klar gab es hier so ein, zwei Sachen, die mich extrem aufgeregt haben, auch in der Geschichte, wo ich gedacht habe, so niemals. Aber so ist dieses Buch halt. Damit muss man halt einfach leben. Aber ich fand es wirklich gut, denn wie gesagt, es hatte eine echt krasse Sogwirkung auf mich. Und das hatte ich lange nicht, dass ein Buch mich so eingesaugt habe, dass ich, wie gesagt, hier früh saß, bevor ich auf Arbeit musste und schnell noch zwei Kapitel gelesen habe, einfach weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und ja, hat mir auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz spoilern wegen dem Ende, was mich da so genervt hat. Also schaltet schon mal ab, falls ihr das Buch noch nicht kennt. Dann verabschiede ich mich schon mal von euch und alle anderen, die das Buch kennen und vielleicht wissen, was ich meine, bleiben jetzt nochmal ganz kurz dran. Das Ende. Mich hat es am Ende gestört, dass sie so reagiert hat, wie sie reagiert hat, als sie herausgefunden hat, wer Ethan ist. Ich dachte mir nur so, what the fuck, was ist dein Problem, Mädchen? Die ganze Zeit stellst du Will als deinen Retter hin, als deinen Schutzengel, als der Mensch, dem du alles zu verdanken hast, wo du unbedingt wissen willst, was mit ihm passiert ist, wo du unbedingt rauswissen willst, wie es ihm geht, ob er noch lebt, ob er jetzt auch kriminell ist. Und dann findet sie raus, dass er das ist und rastet völlig aus und tut dem Dinge an den Kopf schmeißen, die absolut unlogisch sind, von wegen Geschichte verkaufen und hast du nicht gesehen. Wobei ja eigentlich klar ist, dass er das nie tun würde. Also, wisst ihr, was ich meine? Das war für mich einfach so unlogisch am Ende, ihr Verhalten. Klar, sie hätte erstmal angepisst sein können und sauer sein können. Aber dieses Unlogische, was sie dem alles an den Kopf geschmissen hat, war für mich absolut unverständlich. Das hat für mich null Sinn ergeben am Ende. Das, also wäre das ein Ende gewesen, dass sie vor Schock einfach aufgestanden wäre, sich angezogen hätte und davongerannt wäre und Ende. Okay. Oder dass sie diese Nachricht liest und dann ist nach der Nachricht Ende. Okay. Aber diese Ausraster und was sie denn da alles an den Kopf geworfen hat, das hat für mich nur Sinn ergeben. Ganz ehrlich, hat für mich keinen Sinn gemacht. Habe ich nicht verstanden, weil klar, dass sie sauer ist, aber sie hat ihn ja null erklären lassen. Sie hat, also, ich verstehe es nicht. Das ging nicht in meinen Kopf, das habe ich nicht verstanden. Es war für mich unlogisch hoch 10 einfach nur. Und ja, das hat mich am Ende richtig aufgeregt. Wie gesagt, ich will natürlich wissen, wie es weitergeht, weil die Geschichte, wie gesagt, Sogwirkung und so. Und ja, wie fandet ihr das Ende denn, alle Leute da draußen, die das schon gelesen haben? Ging es euch auch so? Fandet ihr das auch so unlogisch? Oder sagt ihr so, nö, für mich hat das Sinn ergeben, weil ich kann es nicht nachvollziehen einfach, warum sie ihm das alles an den Kopf geklatscht hat. Das war für mich einfach nicht logisch. Ja. So viel zum Ende. Und mehr wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.